Also es sind unterm Strich 100.000 Euro. Überm Strich auch. Und es ist eine Zuwendung an den Magistrat der Stadt, natürlich vertreten durch den Bürgermeister. Und ich glaube, es ist auch am Ende gut angelegtes Geld. Und es wird am Ende auch seine Wirkung haben. Also an dieser Stelle alles Gute. Vielen Dank. Machen Sie was draus, legen Sie die Hand dran. Machen wir genau. Wiesbaden geführt und bin sehr, sehr dankbar, dass das gelungen ist, dass das Wirtschaftsministerium uns hier fördert. Man muss nämlich dazu wissen, dass Bad Vilung schon immer eine Wanderregion ist. Wir haben als Unikum vielleicht und als wenige Regionen in Hessen einen Wald, der gekennzeichnet ist als Erholungswald. Das gibt es nicht so oft. Das heißt, nicht nur die Forstwirtschaft hat bei uns gerade im Stadtwald Vorrang, sondern auch die Wanderaspekte schon immer, die Erholung für die Gäste, die wir hier in Bad Vilung begrüßen. Und viele unserer Patienten, die in den Reha-Kliniken sind, die lernen zum allerersten Mal teilweise in ihrem Leben, ich sehe das immer, wenn ich denen entgegenkomme beim Joggen oder Walken, das allererste Mal in ihrem Leben erleben die, dass man in den Wald gehen kann und dass man sich dort bewegen kann und wie man mit Walkingstöcken umgehen kann. Das ist immer wieder für mich ein spannendes Erlebnis und deshalb, wir arbeiten hier in Vilung auch an der Nachhaltigkeit, dass unsere Gäste, die hier sind, auch nach Hause gehen und im Zusammenhang mit Natur das Wandererlebnis auch für ihre eigene Gesundheit kennenlernen. Lieber Landrat, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen zunächst erstmal die besten Grüße vom Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatverein, vom Gesamtverein übermitteln, aber auch von den nordhessischen und waldeckischen Wanderfreunden allgemein. Ich denke, alle sind erfreut, dass wir auf dem Weg zum 120. Deutschen Wandertag in Bad Vilung schon so weit gekommen sind. Und ich muss auch sofort hier an den Bürgermeister und an die Frau Kühlewind ein herzliches Dankeschön richten, unabhängig jetzt von ihren wunderbaren Bescheid. Die Zusammenarbeit war großartig bis jetzt und es wird auch weiterhin. Ich fühle mich bei Ihnen oder wir fühlen uns bei Ihnen sehr gut aufgehoben. Das ist ein Team, mit der die wunderbar arbeiten können. Dankeschön. Ja, das, ich hatte es erwartet, bei mir im Vorstand war zunächst kritisch und ängstlich, denn es geht ja um große Beträge. Wir sind als Ausrichter gegenüber dem Deutschen Wanderverband aufgetreten, das geht nicht anders. Und Bad Vilung ist unser Staatsbad, ist unser Partner. Ja, das ist bis jetzt großartig gelaufen.